Das ist doch kein Skywars, denkt ihr euch? Und es stimmt. Ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, als ich das gestern gesagt habe, dass ich heute noch was anderes vorhab und deswegen einiges nicht so viel Zeit habe. Und deswegen zeige ich euch heute etwas anderes. Und zwar habe ich vor, eine eigene Stadt zu bauen in Minecraft, Vanilla 1.8.1. Momentan. Oder halt auch auf die neuesten Versionen immer. Scheiße, aus der Folge. Vielen Dank. Nein, ich meine, da unten müsste das Ding, ja, das Wasser da nicht rauskommen. Wir sollen ja auch nicht rauskommen. Ja, aber das sieht dann blöd aus. So. Andersrum ging es leider nicht. Ich hab versucht. Dann wird sie drüber. Aber welche Stufen da unten war? Auf. Ich hab's doch anders probiert. Okay. Dann war ich wohl wahrscheinlich beim Umbauen nicht schnell genug. Dann mache ich das doch eben. Und zwar. Ich dachte, du hättest das vielleicht, wie du es gerade vorher gemacht hast, nicht Treppen machen können, sodass die ganze Seite Richtung Wasser geht. Sieht aber auch gut aus. Nein. Warum denn nicht? Weil wie das Minecraft-technische ist. Wie weit ist Minecraft-technisch? Dass da das Wasser so abgebremst ist. Müsste eigentlich mal so schräg laufen. Also, wie meinst du das? Mit Treppen. Ich wollte jetzt eigentlich hier nicht bauen, ich wollte eigentlich nur kurz was zeigen. Aber wie jetzt? Welche Richtung die Treppen? Halt mir mal. Mach mal Mama auf dem Bildschirm. Geht so. Warte. Du musst hier drauf einen Block bauen. Also eine Stufe bauen. So? Eine Stufe. Dann gehst du zur Seite. Baust daneben eine Stufe. So. Dann baust du hier runter in die Erde. Dann baust du den Block kaputt. Okay, hier. Und dann gehst du ganz nah ran, nimmst die Treppe und platzierst sie an der hintersten Ecke. Wenn man das schnell macht, wenn man das schneller macht, geht das wieder. Erstmal wieder dran. Natürlich solltest du erstmal eine Seite fertig machen. Also eine ganze Reihe dann. Ja, daneben geht dann auch wieder. Dann musst du nicht Block drüber machen. Eben mal schauen, jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Eigentlich wollte ich eigentlich den Block erstmal noch. Ja, okay, kann man auch machen. Das sieht viel besser. Und zwar nicht viel anders aus, sag ich jetzt mal. Zumindest ein abgeblocktes Wasser. Blocktes Wasser sind ja eigentlich schon. Wenn das Wasser nicht wieder gespielt hätte hier. Hier geht das auch. Sorry, dass du jetzt baust. Eigentlich wollte ich nur zeigen, und zwar, da kann ich schon mal ein bisschen reden. Also, das wird kein jetzt Projekt, was ich jetzt irgendwie beim Bauen aufnehme oder so. Das ist jetzt hier nur kurz was. Und zwar werde ich einfach so bauen und immer euch mal wieder. Das war, werde ich euch immer wieder den Fortschritt zeigen. Und der Grund, warum ich das heute in diesem noch ziemlich Anfangsstadium euch zeige, ist, ja, ich will euch mal fragen, habt ihr auch vielleicht Ideen? Wenn ihr Ideen und oder Vorschläge oder halt, wie Tipps hatte, Verbesserungsvorschläge, auch immer gern gesehen habt, dann sagt es mir. Aber jetzt werden wir erstmal anfangen. Also, ja, hier ist erstmal so ein bisschen die Stadtmitte. Das soll ist immer der Brunnen. Auch in Minecraft Dörfern ist es immer so. Immer so, oh. So. Ja, das ist doch die natürlichen Regeln. Nein, das ist so. Okay. Ja, bisher existiert auch nur ein Gebäude. Und eine andere Sache, also ich würde das andere nicht als Gebäude sehen. Wie heißt die Straße denn eigentlich hier? Achso, stimmt, die hat ja auch einen Namen. Passend zur Polizeistation ist das der Tesla-Weg. Und das ist das Zentrum. Der Zentrumsweg. Nein, nicht der Zentrumsweg. So, und zwar ist hier die Polizeistation. Polizeipräsidium. Und ja, hier haben wir schon zwei Polizisten. Lauf nicht weg. Ja, die nehmen euch freundlich im Empfang, wenn ihr ein Problem habt.
Ja, wenn ihr ein Problem habt oder auch wenn ihr was gestohlen habt, könnt ihr sagen, hier, ich habe was gestohlen, dann kommt ihr nämlich direkt hier hin, ins Gefängnis. Oh, oh ja, hier ist der Polizist. Wenn ich ausbrechen kann, ja. Ja, und hier sind die beiden Zellen und die hier nicht rein will, sonst komme ich nicht mehr raus. Also ich kenne noch raus, dann muss ich alles zerstören. Na okay, ich zeige eine von denen, ja. So, also hier sind wir. Niemand, Wasser oder Brot. Doch, dann müsst ihr den Knopf reinbauen und dann wieder hier abbauen. Ja, Wasser oder Brot gibt's hier nicht. Wir müssen alle verhungern. Und, Also, das ist natürlich noch ein extra Sporn, nichts Böses zu tun. Ja, ja. Was? Und hier haben wir die Büros. Also hier haben wir einmal Finanz und Verwaltung. So einer. Das ist aber nicht der Big Boss, denn der Big Boss, der ist hier drüben, das ist der Oberkommissar Professor Dr. Grassi. Oder Grassi. Was sagt der Name? Das sind alles Fantasienamen. Ähnlichkeiten mit echten Personen sind reizvoll. Muss mal so auszudrücken. Und das sind Dr. Schmidt und Herr Glau, die Assistenten, auch alles Polizisten. Wer hätte es gedacht? Ja, und das ist so das erste große Gebäude, was aber bestimmt noch erweitert wird ein bisschen, weil hier ist ja noch nicht so viel. Aber so die Feinheiten kommen, denke ich, erst später. Erst kommen so die groben Ideen. Ja, und wenn wir dann hier rausgehen, dann kommen wir zum zweiten und mittlerweile letzten Sache. Also zweite und mittlerweile letzte Sache. Am Baller sieht man schon ein wunderschönes schwebendes U-Bahn-Schild. Genau. Es schwebt. Warum? Du musst da oben einen Block hinsetzen. Warte. Das baue ich schon wieder. Ich weiß nicht, ob das. Ja, würde wahrscheinlich. Egal. Auf jeden Fall sind wir hier eine U-Bahn-Station Zentrum. Wegen dem Zentrum. Hätte ich gedacht. Und wir gehen mal runter. Und kommen hier erstmal an das U-Bahn-Bistro. Das ist das U-Bahn-Bistro. Achso. Nee, das kann man auch kaufen. Das ist der Verkäufer. Ja, und dann geht man hier halt runter. Und was ist, wenn wir den Gang folgen? Das kommt gleich. Wenn wir jetzt in die Richtung fahren, müssen wir hier. Aber wie kommen wir auf die andere Seite, ohne überfahren zu werden? Oh Mann. Bei diesem riesigen Schienenverkehr, der hier herrscht. Bei diesem Regen. Regen, ja, riesigen. Ja, dann müssen wir natürlich hier lang. Und hier lang, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Und das ist auch direkt die richtige Fahrtrichtung, denn ich nehme jetzt mal eine Lore nicht aus der Truhe. Ich wollte nur zeigen dir. Truhe, Lore. Kannst du ja verdoppeln. Ja, aber ich mache lieber einfach so. Geht schneller. Nein. Das heißt, geht schneller, aber dann bleibt alles im Originalzustand. Fürs erste. Hä? Hättest du es kopiert? Ach so, kopieren. Wie ging das nochmal? Egal. Mausradklick, ich hab's dir gerade gesagt. Ich mach's nochmal. Achso, ich wusste gar nicht, dass es da unten rum geht. Okay. Dann wollen wir uns nochmal reinsetzen und fahren. Was ist denn mit einem anderen? Also du meinst, wenn da auf der anderen Seite einer steht, der aussteigen will und man drückt den Knopf? Wenn man jetzt zum Beispiel, ich steig mal in die Lore an. Ja. Jetzt fahr noch ein bisschen rüber, damit du richtig draufstehst. So, und ja. Wenn du jetzt gegen die Fahrtrichtung, du kannst jetzt auch gegen die Fahrtrichtung. Ja. Wenn man dabei erwischt wird, kommt man natürlich in das Gefängnis ohne Wasser und ohne Brot. Tja. Tja, aber ich muss doch nicht mehr zu. Ich denke, das besprechen wir dann nicht im Video. Ich möchte wieder das mit dem U-Bahn-Schild machen. Was ist denn da hinten bei der Station? Noch nicht. Kann man da nicht mal raus? Noch nicht, nein. Aber das wird jetzt alles noch gemacht und oh zwar. Oh mein Gott! Stell dir vor, man hat da kein Ticket mehr. Man kann da ja nicht mal Tickets kaufen gehen. Nö. Man kann die einfach kostenlos fahren. Das ist all inclusive. Aber dafür brauchen wir seine eigene Lore. Nee, die Lore gibt es doch da zur Verfügung in der Truhe. Tja, und das ist bisher alles, aber wie gesagt, es war ja. Simon, jetzt habe ich noch eine Frage. Ja, gerne. Was ist, wenn man denn dann. Wenn man dann öfters mal in die eine Richtung fährt, aber nicht zurückfährt, sondern irgendwie aus irgendeinem Grund zurückgeht, dann ist irgendwann an der einen Haltestelle ganz viel Lore. Sind da ganz viele Loren und an der anderen Haltestelle sind dann gar keine Loren mehr. Was machst du dann? Tja, auffüllen, ne?
Ja, aber dann können wir ja gar nicht mehr dahin fahren, um die Loren zu holen, sondern müssen dahin gehen. Ich habe die Macht zu fliegen. Und wenn sowas ist, dann ist die Stadtverwaltung dafür zuständig. Ja, aber die Stadtverwaltung ist noch gar nicht gebaut. Tja, sie kommt noch, aber es herrscht ja noch kein Leben hier in der Stadt, weil wo sollen die Leute wohnen? Ja, in wie das gesagt. Haus, in dem Haus, was du zerstört hast, das hier. Hier war mal eins, aber das passt hier nicht in die Region rein. Nicht in das Zentrum. Eben. Also, wie gesagt, es war absichtlich so ein cooles Stadion, weil dann könnt ihr Ideen, Vorschläge. Achso, ja, okay. Du hast gesagt, cooles Stadion. Man kann raus? Hab ich vergessen? Oh, ich hab vergessen zu sagen, dass man doch raus kann. Okay, aber das war mir nicht vergessen. Das nicht, aber doch einigermaßen. Es ist so halbfertig, sag ich mal. Nicht von außen. Ich bin über die Gleise gegangen. Das steht also, das gehört natürlich 2 Jahre Gefängnis ohne Wasser und ohne Brot. Ganz klar. Und weil ich über die Gleise gegangen bin, ja. Strafbelegte auf einmal. Wo kann man denn hier hoch, genau? Ja, also einigermaßen. Hier kann man schon so hoch. Ja, ja. Also hier geht's noch nicht weiter. Doch. Ja, hier geht's so halb weiter, aber das ist nicht der richtige Ausgang, das ist der falsche. Warte mal. Hier kommt man nicht hoch. Hier kommt man schon so einigermaßen gut hoch. Tja. Ich muss aber noch springen. Ja, das wird alles noch verbessert. Hier in deinem Zimmer sind wir. Wären die Wände aus Erde. Das wäre nicht schön, aber das wird alles noch werden. Und ich werde euch weiterhin irgendwann immer mal wieder zwischendurch weiter zeigen, so, wie es geworden jetzt ist. Jetzt verbesserst du die Sachen, die ich hier sagte. Das Video beendet. Okay, gut, dann. Zwei Sachen habe ich hier noch. Dann würde ich sagen, wenn ihr wie gesagt diese Sachen habt, weswegen ich das Video gemacht habe, Ideen, Änderungen, Vorschläge, Verbesserungen, was auch immer, dann schreibt es in die Kommentare und ja. Bis zum nächsten Video. Tschüss.